hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich freue mich gerade sehr, dieses Warriors-Spiel nochmal wieder anzugehen. Hast du schon mal gespielt? Ne, wir hatten das einmal im Giga Gameplay, glaube ich. Ja, stimmt. Und seitdem nur, als ich hier mal gewartet habe auf euch. Stimmt, du hast es einmal so zwischendurch. Und da habe ich zwischendurch einfach mal angefangen und ich fand es wieder so, hat mich sofort wieder reingezogen. Deswegen bin ich ganz, ganz glücklich, dass wir jetzt noch mal ein bisschen was machen können. Ich habe das damals getestet, dazu den Legend-Modus durchgespielt und in alles andere mal reingespielt. Und fand, also es hat mir auch Spaß gemacht, aber es hat halt auch schnell ermüdet, weil es halt das Spielprinzip ist, das es nun mal ist. Und dieses Spielprinzip, diese Warrior-Spieler haben ja eine Fanbasis, eine eingeschworene. Ja. Und die, so wie ich das mitbekommen habe, sind begeistert von diesem Spiel. Das ist wirklich eins der besten Warrior-Spiele, die es so gibt. Und ich folge ja unter anderem dem Jim Sterling, einem amerikanischen Reviewer. Und der schreibt halt auch immer mal wieder von Hyrule Warriors und das wird ja auch regelmäßig geupdatet. Und gerade als wir das Spiel gestartet haben, und drei oder vier Updates, sind ja aber auch 20 Sachen freigeschaltet, einfach mal, weil halt so viel Zeug neu dazu kommt. Und das finde ich voll gut. Ja, ich überlege gerade, wollen wir hier in den würde ich ganz gerne ein bisschen reingucken, in den Dings-Mode. Da hast du auch noch nicht so viel gemacht, ne? Nee. Das ist im Kern, ist das die Karte vom ersten Zelda. Man startet hier, genau da, ja, wie man auch normal startet. Genau. Und der erste Dungeon war dann hier. Toll. Okay, wir können jetzt hier quasi uns Gebiete aussuchen und dann, oder? Genau, da lädst du dann auch in ein Gebiet rein und musst da Monsterblatt haben. Ist das, huch! Hier, Duel with Dragon Knight, keine Restrictions, Treasure okay, ist ein Herz. Mal. Gucken wir uns mal an. Ja, wer hier noch nie von gehört hat, wird sich gleich wundern. Geil. Ich glaube, gehört diese, hat jeder schon mal davon, oder? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, wie das bei diese Leuten... Diese Detailverliebtheit mag ich auch sehr. Also der Fanservice ist, unfassbar in diesem Spiel. Und wenn es den nicht gegeben hätte, hätte ich dieses Spiel sowas von links liegen lassen. Weil spielerisch gibt mir das einfach nicht zu. Ich weiß nicht, mir das, macht was das... Was du jetzt gerade machst, machst du halt im ganzen Spiel. Mir macht das halt einfach Spaß. Macht's ja auch. Ich muss mal gerade gucken, wie hier die das will ich gar nicht bezweifeln. Das ist halt nur Spielentiefe, ist halt so ein Ding. Obwohl man hier so viele Sachen freischalten kann, dass ich mir durchaus vorstellen kann, wenn einem so ein relativ simpler Gameplay-Loop nicht stört, solange er zufriedenstellend ist, dass man hier auch so ein bisschen süchtig werden kann. Ja, das ist genau ja das, was es letztendlich ausmacht. Und es ist halt cool, dass du hier zum Beispiel Ganon spielst so einer, weiß nicht, Kriegerform, der hier immens cool aussieht. Ja. Chicken! Nein! Schlag sie. Das haben wir mit Giga Gameplay gemacht, ne? Haben wir da nicht die Chickens geschlagen? Ich glaube, wir haben die Chickens geschlagen und haben festgestellt, dass das nicht so die beste Idee war. Ich weiß nicht, bei mir funktionieren solche Spiele halt einfach total gut. Oh, okay. Ja, ich hatte halt in der Vergangenheit nur sowas gespielt wie 1999 oder so. Ja, das war okay. So toll. Das, mal gucken. ZR waren die. Da war Blocken. Da. Da waren die Bomben, okay. Okay, capture all keeps and weaken the enemy. Ja. Wird ja auch alles auf der Map angezeigt. Es ist ein bisschen, für mich fühlte sich dieses Spiel und auch generell die Warrior-Spiele so ein bisschen an wie ein Strategiespiel, in dem man aber mittendrin steckt. Ja. Weil du hast halt diese Map oben rechts und musst die verschiedenen Festungen einnehmen. Was du machst, indem du hingehst und dort den Keeplord platt machst. Der aber erst erscheint, wenn du jetzt ganz viele Leute hier drin tötest und sich dieser Balken leert unter der Map. Mhm. Dann erscheint der Lord und wenn du den platt machst, hast du den Keep eingenommen. Und dann spawnen hier deine Leute drin. Genau. Und die kommen danach ins Schlachtfeld von den anderen. Aber es kann auch passieren, dass ein Keep wieder von den Gegnern eingenommen wird. Und dann musst du da wieder hin und so ein bisschen managen. Überhaupt musst du viel managen, weil die wichtigen Sachen, also du kannst hier halt auch verlieren, indem bestimmte Leute, die mit dir unterwegs sind, sterben. Ja. Und das wird dir aber nicht wirklich richtig krass gut signalisiert, dass da gerade ein Problem ist, sondern es poppen immer dann so Textboxen auf, was heißt, ich bin gerade in Gefahr. Das war auch meine Kritik an dem Spiel. Und da geht viel und schnell mal was unter. Aber es ist so befriedigend, weil ich hier einfach nur schon 320 Gnome kaputt geschlagen habe, als dieser riesige Typ hier. Und das halt im Zelda-Universum und das auch noch so mit einer, also wie ich finde, einer sehr gelungenen Art und Weise eingefangen. Ich meine, die Story ist halt egal, aber es nimmt sich halt nicht ernst, habe ich so das Gefühl, dieses Zelda-Ding und so, sondern es nimmt das alles und packt es auf eine liebevolle Art und Weise
rein. So jetzt hier zum Beispiel. Ja, wobei, wo du gerade sagst, es nimmt sich nicht ernst. Die Story zum Beispiel könnte sich ein bisschen weniger ernst nehmen und ein bisschen mehr sich dessen bewusst sein, wie dumm sie tatsächlich ist. Ja, mit dieser okay. Zeitreise und der Tatsache, dass man jetzt in alle Zelda-Timelines einmal reindippt. Ja, gut. Da hätte man wesentlich mehr persiflieren können. Stattdessen versuchen sie wirklich so eine Geschichte zu erzählen. Ein Bösewicht, der neu ist und ernst und so weiter. Und das klappt halt gar nicht. Okay. Vor allem, und das habe ich ja im Giga-Gameplay schon gesagt, einer der Twists ist die Identität von Sheik. Und das ist nur dumm. Kann man das kaputt machen? Ich meine, es ist ja dann auch kein ernst gemeinter Twist, der dich schockt. Ja, so, klar, aber ist, in der Dramaturgie der Geschichte ist es so angedacht. Ja. Und das funktioniert halt nur noch bedingt. Aber ich meine, es ist rund geworden. Die haben einfach dieses Grundprinzip. Sehr, sehr schön eingefahren. Oh. Nein! Ach, komm schon! Drück mal X. Mach mal X. Drück X. Drück X. Ja, ja. Ich spiele ja mit dem Pro-Controller und dem spiele ich sonst wieder. Deswegen ja, bei der Wii, so geht's aber, glaube ich, jedem. Also zumindest jeden, der regelmäßig 360-Spiele oder PlayStation-Spiele spielt. Oh, look, jetzt ist! Dass die Tastenbelegung hier so komisch ist. Ja, die sind bei Nintendo immer so ein bisschen anders. Nein, die sind bei Microsoft also, anders. Ja, aber die sind bei Nintendo irgendwie immer anders als bei den anderen, meine ich. Ja, aber daran ist nicht Nintendo schuld. Das stimmt. Das muss man mal sagen. Dieses Mal nicht. Nee. Wir haben vorhin Smash Bros. Spielen wollen. Also da, ich weiß nicht, ob die Folge schon online gegangen ist. Oder wir haben es vorgehabt und wollten dafür nur mal eben ein Update da ziehen. Das Update selber zu laden hat irgendwie immer 6 Minuten gedauert und dann ist irgendwie einmal zwischendrin was komisch schief gegangen und dann hat das, ich glaube, mindestens 30, 40 Minuten gedauert, bis wir das hin hatten. Oder bis wir überhaupt gemerkt haben, was nicht funktioniert hat. Wir haben, genau, das Update ist abgebrochen, weil der ein Problem mit der Festplatte hatte. Die Festplatte wurde disconnected. Ja. Dann haben wir sie wieder reconnected und haben das Update runtergeladen. Er hat wieder geupdatet und gesagt, irgendein Fehler ist aufgetaucht. Dann haben wir das noch 2-mal probiert, weil wir nicht wussten, was denn nun los war. Und was man machen musste, er hatte das Update schon halb installiert, ja. Aber es war halt corrupted, weil die Festplatte einmal disconnected hatte. Das hat einem das System halt nicht gesagt. Das heißt, man musste ins Data Management rein und da war dann so ein Fragezeichen schon bei der Datei. Und das heißt, das System wusste dann, eigentlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Die musste man dann löschen und dann neu runterladen und dann ging's. So. Das war nur so ein Kommunikationsfail von der. Ja, und da ist uns auch mal wieder aufgefallen, wie schön eigentlich der Ansatz ist, den Nintendo so mit dem eShop und so hat, dass das alles ein bisschen anders aussieht und irgendwie auch ein Erlebnis bietet. Es ist alles sehr charmant. Ja, genau, aber es ist dann halt so der Nachteil wieder mal, dass es alles lange dauert und Ja, es wäre wirklich schön, wenn sie sich, wenn sie sich schon diesen Charme beibehalten, weil ich finde das total toll, dass es sowas gibt wie ein Miiverse, dass das Menü vom Wii U so ist, wie es ist. Ja. Mit den kleinen Mies, die überall rumrennen und die dir Sachen zeigen, die gezeichnet wurden im Miiverse. Das finde ich mega sympathisch. Aber sie bräuchten noch so ein extra Team, was für die Funktionalität zuständig ist. Damit die den Leuten sagen, die das gerade charmant machen, Leute, das ist sehr süß, aber das macht nicht so viel Sinn, rein aus einer Benutzeroberfläche-Perspektive. Genau, weil das ist ja auch mit diesem ganzen Account-System und was da alles... Also das ist noch was anderes. Ja, aber das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ey, wenn Nintendo mal gucken würde, was die Konkurrenz macht und auch mal nicht ausschließt, vielleicht auch mal was nachzumachen, was bewiesenermaßen sehr, sehr gut funktioniert, sondern immer so ihr eigenes Süppchen kochen wollen, das ist ja nichts Neues, das haben sie immer so gemacht. Also schon zu GameCube-Zeiten, diesen ganzen... Der kleinen Disc und so. Ja, ist es so, ja, nee, wir nehmen keine DVDs, nee, wir nehmen auch keine Module mehr, aber... Wir nehmen diese Minidiscs. Naja, gut, was soll's. Und an allen, die schon wieder Nintendo-Hater schreien wollen, wir mögen Nintendo sehr, sehr gerne. Nintendo und genau deswegen macht man sich ja diese Gedanken. Weil ich will das ja alles mögen. Ich finde das ja alles sympathisch. Ich finde auch Nintendo Direct sympathisch. Ja. Weil es macht kein, oder ne, inzwischen geht's, aber es hat normalerweise kein Publisher gemacht, sich wirklich direkt an die Konsumenten zu wenden mit quasi dem, was früher nur die Presse mitbekommen hat. Und das finde ich mega. Bam. Nee, es ist... Inzwischen geht's. Der Xbox-Boss hier, Phil Spencer. Phil Spencer macht viel auch gerade über Twitter und so. Über Twitter ist das ein richtig sympathischer Typ. Der hat neulich auch hier geschrieben, Respekt an Sony für Bloodborne, 1 Million Sales und so. Ist mit einer neuen IP nicht so einfach. Na, das ist schon ganz cool. Oh, das ist mir auch völlig egal, in welchem Kontext das ist oder ob es Blödsinn ist. Das sieht einfach nur gut aus. Und die Rubine, die man hier kriegt. Oh, 156, nicht schlecht. Also Rupees. Oh yeah. B. Nur B, was war jetzt das Problem? K.O.s. Ich hätte wahrscheinlich 2 mehr umbringen müssen, damit es 1000 gewesen wären. Na gut.
Ja, ich, also, ist, was Nintendo angeht. Also die, ich mag viele Ansätze, die Nintendo hat, und das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern. Aber es gibt ganz viele Sachen, wo ich mir jedes Mal denke, ach, das ist wieder so typisch. Ja. Das ist, ja, ja. Da rede ich jetzt gar nicht von irgendwie Hardware oder so. Nur 7 Minuten. Okay. Ja. Sie ist Level 21. Okay. Das ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Ich könnte ja mitspielen, sehe ich gerade. Echt, ja? Zu zweit? Ja, stimmt. Ja. Auf dem Gamepad. Aber hätten wir, glaube ich, nichts von, oder? Naja. Oder ist das ein Splitscreen? Nee, nee, es ist schon so, aber das tut dem Spiel und der Performance nicht gut. Ja, gut. Obwohl mit den Updates? Das stimmt, das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube ja nicht gesagt. Ja, okay, mal dann. So, was sollen wir machen? Oh, scheiße, wie immer. Oh. Aber keine Fußspuren. Tja. Schade, Hyrule. Take all the bombs! Das wiederum finde ich lustig, das ist genau das, was ich meinte, was ich mir bei der Story gewünscht hätte. Es gibt halt Bomben in dem Spiel, aber man wirft nicht nur eine Bombe. Nee, aber alle, halt ja, alle. Genau. Oder halt so eine riesige Bombe, wenn du so ein Update hast. Das ist dieses Nehmen, was in Zelda funktioniert und halt ins Extreme treiben. Ja. Das hätten sie in der Story auch machen können. Ich verstehe. Oh yeah. Bams! Oh, es ist einfach immer. Es ist so ein bisschen wie NASCAR bei mir. Da machst du auch nichts außer irgendwie immer ganz im Kreis fahren. Aber ja. Es ist irgendwie so befriedigend, wenn du nicht nur Unfälle baust, sondern auch irgendwie. Ja, das ist ja, so. Ja, ist ja auch der Grund, weshalb Leute heute noch Destiny gerne spielen. Weil der grundlegende Gameplay-Loop funktioniert. Ja, das Gunplay an sich. Genau, ist da gut, ist das Gunplay halt gut. Hier ist halt das Rummetzen gut. Ja. Bei NASCAR ist vielleicht. Du sagtest ja schon mal, es ist dieses Zen-artige. Ja, und dann halt die Tatsache, dass du manchmal spektakuläre Crashs hattest. Das kann manchmal total reichen. Ja, manchmal. Ich habe neulich bei Top Gear Beitrag gesehen über NASCAR, wo sie original auch zu dem Schluss kam, mehr oder weniger. NASCAR ist halt als Event besser als Formel 1, weil man mehr von den Autos sieht, weil die viel öfter an einem vorbeifahren, wenn man dann dort ist und so weiter. Ja. Und kam man dann doch darauf hinaus, dass es die Crashs sind, weswegen man das guckt. Ja. Weil die Autos halt so sicher sind und sowas und bla 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 bla, aber es gibt halt diese Crashs. Fand ich irgendwie. Ja, ist halt immer noch wie ein absoluter Redneck-Sport auf mich, aber. Bist du noch. I don't know. Geht noch was? Was geht noch was? Oh. Hätte man die machen können. Ja. Hoppa. Es, ich habe da ja auch gar nichts. Also, ich weiß, was du meinst mit Redneck-Sport, weil es irgendwie so doof wirkt. Ja, das also sehr wirklich doof. So. Er lebt immer noch. Warum? Achso, ja, was er ist. Ja. Aber, Babs, dieses Zen-mäßige ist, glaube ich, echt so ein sehr, sehr schöne Beschreibung einfach, weil man so meditieren fast kann. Ich würde es mir, glaube ich, auch nicht angucken, weil dafür finde ich es dann doch irgendwie so unspektakulär und nur darauf warten, dass dann irgendwie was, ein Unfall passiert und so, ist mir auch zu blöd. Aber zum Spielen, also ich kenne es ja bei Rennspielen, wenn man manchmal die Gedanken schweifen ab, aber du fährst halt trotzdem noch weiter. Ja. Und das ist halt dann sowas ganz Entspannendes. Und das da halt nochmal auf die Spitze getrieben, weil du noch mehr weg bist vom eigentlichen Spiel, weil du im Kreis fährst. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen das Ding mit Robin dann da und dann ist man so. Ja, euer NASCAR-Erlebnis ist ja noch was anderes. Das hat, das hat nichts mehr mit Zen zu tun. Naja, Anti-Zen. Stress. So, komm jetzt mal Magie. Wie ist denn das auf R? Ja. Ah. Und angreifen. Achso. Das erklärt, warum das überall nicht so. So, Goma 1, put. Oh! Goma wie in Asura? Was ist jetzt? Die Magie war vorbei. Achso, okay. Okay, dann gibt's noch einen Giant Boss. Ja, wie die ihre Farbe verlieren, wenn sie tot sind. Ja. Schön. Aber das sind halt Viecher, die du auch im Story-Modus. Triffst, ne? Ja, Legend-Modus. Und das Remix der Adventure-Modus halt. Und das fand ich
jetzt nicht so spannend. Naja, es ist halt, wenn man... Weil wenn es man ist halt, also mir kam es halt so vor, egal welchen Modus ich ja, einschalte, ja, immer das Gleiche. Ja, ja, ja. Es ist halt dann nur so eine leicht andere Verpackung. Aber ich bin halt auch jemand, der zum Beispiel, ich spiele gerade wieder Civilization, das ist wieder so, das ist, also ich habe ehrlich gesagt wenig so krasse Zeitfresser wie Civilization. Ja, ja wirklich, weil da passiert es mir regelmäßig, dass ich auf die Uhr gucke und denke, ah, jetzt noch mal kurz 3-4 Züge und dann gucke ich das nächste Mal auf die Uhr und denke, so, wir sind 2 Stunden vorbei. Ja. Und da machst du ab einem bestimmten Grad auch nichts anderes, als immer nur wieder einfach dieselben Aktionen mehr oder weniger zu machen. Also weil du dann, wenn nicht gerade Krieg herrscht oder so, wo du einfach immer nur sagst, okay, jetzt brauchst du das und brauchst du das und brauchst du das. Aber da musst du nicht mehr viel überlegen. Und das ist so ein, das ist wahrscheinlich die Grundfrage, warum spielt man? Also weil wenn ich sowas wie Bloodborne spiele, spiele ich nicht, um mich zu entspannen oder so. Das ist ein ganz anderes Spiel. Das ist eher so ein, also ich glaube, die Bloodborne-Grundstruktur ist was anderes, warum man das spielt, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, Mario spiele oder sowas. Also da geht es mir, glaube ich, gar nicht so rum. Ja, da geht es wirklich darum, das Spiel zu besiegen. Achso, ich wollte mal anvisieren die ganze Zeit. Ja, Aufregung. Naja, aber du, oder spielst du die Spiele, um dich wirklich zu entspannen? Das kommt drauf an. Also wenn ich sie zum ersten Mal spiele, nicht. Ach, dann spiele ich sie, weil ich sie spannend finde, weil ich wissen will, was hinter der Spielwelt steckt, weil ich wissen will, was alles neu ist und weil ich das entdecken will. Ja. Also so dieser Abenteueransatz schon fast, nur dass bei Bloodborne und auch bei den Souls-Spielen noch so einen Horroranstrich kriegt. Kann ich eigentlich springen? Aber Dark Souls 2 zum Beispiel kenne ich ja inzwischen so gut oder auswendig und auch Dark Souls 1, das kann ich schon zur Entspannung spielen. Okay. Weil ich halt ich habe ja das Spiel schon bezwungen und zeige das dem Spiel dann, indem ich es nochmal spiele und schon längst weiß, okay, da ist das und das und den Boss muss ich so und so angehen und dann ist das ja alles verhältnismäßig einfach. Ja, okay. Und das finde ich dann schon entspannend. Ich muss noch ein Energie aufladen gehen. Ja, hier wird doch bestimmt, da sind so Fässer und da liegen Herzen rum. Links liegt ein Herz. Links? Da liegt ein Herz. Weil das hier, oder auch so wie Aufbauspiele oder sowas, die haben ja einfach eine ganz eigene Ruhe. Wobei das hier doch bestimmt auch Aggressionsbewältigung sein kann. Das hier, ja klar, sicher. Also im besten Sinne. Oh. Ja, ja. Da liegt aber was. Ist ja auch, ich finde auch so toll, GTA, ne? Kam ja auch auf der PlayStation 4 dann nochmal raus. Mhm. Ich habe so gut wie nichts von der Story gemacht. Immer wenn ich das angeschmissen habe, bin ich einfach nur durch die Gegend gefahren und habe halt Blödsinn gemacht, weil ich das halt mega spaßig finde, schon seit GTA 2. Ich wusste übrigens gar nicht, dass es bei GTA 5, ich weiß nicht, ob es 4 auch schon mal scheiße. Hat dich denn jetzt getroffen oder nicht? Mach ihn doch einfach nochmal ins Auge, der ist doch fast kaputt. Du musst nur einmal noch den Laser abpassen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich den Laser ab... Ja, warte. Und jetzt, ja. Nee. Fast. Nee, das klappt nicht. Ich muss, er muss quasi schon schießen auf mich, damit das... Aber dann trifft er mich halt immer. Ich weiß, springen kann ich ja nicht, ne? Jetzt habe ich die mal gemacht, das war blöd. Nee, das kann man nicht springen in dem Spiel? Kann sein. Keine Ahnung, ich muss nur irgendwo... Ich will jetzt ungern sterben. Aber da sind hier, ich weiß wo. Wo was sein könnte. Oh! Oh. Okay. Jetzt ist hier kein Herz drin. Natürlich nicht. Das wird schon wieder ein Desaster. Siehst du, jetzt kommt Stress dazu. Geh mal hier rein. Durchs Tor. Wo du da am Rand von dem Ding stehen Fässer und Zeug. Wo hier? Da nicht? Nee, irgendwo standen hier Fässer, oder? Das sind Bomben. Das sind Bomben. Da. Yeah! Oh so. Yeah! Oh yeah! Und jetzt mach's platt. Come with me. Warum nicht? Jetzt lass dir halt Zeit. Warte bis es zieht, jetzt geh aus dem Weg und schießen. Hast du halt gerade vorhin schon alles so genauso gemacht, dass ich mich so gewundert, dass es jetzt nicht mehr geklappt hat. Ich dachte, ja, da war das gut, war es nicht gut? Ich sehe nichts. Ja, ich sehe halt. War gut, Mats. es lebt noch. Okay, aber es hat ihm schon ein bisschen wehgetan. Ja, einfach nochmal. Ja. Goma war doch die Spinne von ganz am Anfang. Ich glaube ja. Teilen, ja. Sieht hier so anders aus. Er ist wie ein Skorpion. Ich muss das Ding irgendwie blocken können. Skorpion? Nee, also so einäugig. Ja, Skorpion ist vielleicht auch falsch, weil er keinen Schwanz, aber
Das ist schon eine Spinne. Nee, wie eine Krabbe. Wie eine Krabbe sieht's aus. Eine Krabbe, ja, das ja. Eine Minute, wa? Ach stimmt, du hast ja eine Zeitbegrenzung. Ja. Schon gar nicht mehr drauf geachtet. Jetzt, ja. Jetzt platt machen, Mats. Ja, jetzt platt machen, wie gestern. Nächste Damage. Als wir unseren Metal Gear Solid Stream hatten. Oh ja. Man hätte ihn nur noch einmal... Ja, Spoiler nicht für die Leute, die noch... Und dann ist das nicht passiert. Ja, es lohnt sich. So eine Stelle, an der vor allem Robin vollkommen ausrastet und die ist sehr, sehr lustig. Aber eher gegen letztes Drittel. Ja, das letzte Drittel. My Adrenaline is pumping. Victory. Ich finde übrigens dieser Jingle... Das ist eher traurig. Als würde man verlieren. Ist das nicht ein Game Over? Nee, warte, wo kam der denn her? Klingt voll, als würde man verlieren. Nee, das ist, wenn du einen Endboss besiegt hattest, dann kam das immer. Echt? Dann ist der, bei Ocarina of Time zumindest, dann ist der Endboss zerfallen. Ja, stimmt, weil das da so dramatisch ist. Genau, hier genau, passiert genau. Das halt mit so einem Victory-Ding. Oh, das war damals echt böse, das Ocarina of Time. Und da hatte ich, zumindest meine Erinnerung, waren die Bosskämpfe echt schwer und herausfordernd. Man hatte immer das Gefühl, gerade auch nach so einem Dungeon, dass du echt was geschafft hattest und dann zerfiel er so langsam, erst versteinert und dann ging er so auseinander und dann kam da das Herzteil, beziehungsweise der Herzcontainer. Das sind so viele schöne Erinnerungen. Den Drachen, da weiß ich wirklich noch, dass ich da echt fertig war, als ich den durch hatte, im Feuertempel da, mit dem Hammer. Toll. Stimmt. So, magst du noch eins? Eins? Ich spiele noch alle durch. Das ist eigentlich hier der Unterschied zwischen Kompass und... Macht der hier? Battle Victory und... Muss man A drücken für Info? Kann sich ja auch nicht angucken, oder? Ne, jetzt kann ich nur A und B... Kann ich glaube ich nichts mehr machen. A, B? Achso, B doch, ja. Request... Du willst einfach, was du bekommst. Weil du hast ja rechts oben Items, die du ja auch benutzen musst an bestimmten Stellen. Achso, dann kann ich zum Beispiel hier... Verstehe nicht, egal. Egal. Muss ich jetzt wieder mit ihr spielen? Ach nee, jetzt kann ich aussuchen. Wer ist denn er eigentlich? Volga. Kennt man den aus dem... Nee, ich glaube aus dem... Ist er nicht aus Skyward Sword? Volga? Achso, nee. Wenn der aus Skyward Sword ist, dann wüsste ich es nicht mehr. Nee, ich wüsste jetzt aber auch nicht. Egal. Also die Sia ist ja zum Beispiel auch neu. Naja, gut, das stimmt. Da kann sein. Ja, toll, dass man mit Midna spielen kann. Ja. Da wird ja auch immer oft gesagt, und da stimme ich auch zu, dass das einer der besten Charaktere oder Begleiter in den Zelda-Teilen ist. Mein lieber Navi, wird so viel gesagt. Über Vieh wird nicht genug gesagt. Ja, aber das liegt daran, dass Skyward Sword, glaube ich, so ein bisschen... Ach du Scheiße. Oh. Boah, ich mag das hier so, die Gegner drin. Man soll lieber die positiven Beispiele hervorheben. Ja. Also heben wir Midna hervor. Und wie hieß denn die Fee aus Majora's Mask? Die war nämlich auch ein richtiger Charakter. Oh Gott. Wie hieß denn die hatte... Schwester von... der anderen Fee. Wie hieß sie denn? Ja. Letztens noch. John. John. John, die Schwester von Maria. Ja. Soll ich Bomben reinwerfen? Ja. Okay. Warum fragst du und machst das nicht einfach? Nee, ich hab geworfen, aber die waren zu weit weg. Das war, glaube ich, der erste Boss, der dir in der Story begegnet. Der, naja, nach dem, doch, ja stimmt, als du den... Oh. Nee, ich meine hier, Legend-Modus. Nicht in Ocarina of Time. Aber auch da war es doch... Nee, da war es die Goma, die stimmt ja schon recht eigentlich. Ah ja, das ist auch... Aber danach war er es, oder? Gehst du danach nicht zum Berg? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Das ist auch wieder nur eine... Mal sehen, ob das dann wieder der gleiche ist, der da hinten nochmal... Ja, ich glaube schon. Also ich verstehe absolut, wenn man das ermüdend und dämlich und völlig Banane findet. Wirklich. Aber mir geht es halt total auf. Ich bin da so... Manchmal brauche ich es nicht mehr. Also, wie viel... Mal. Hoppa. Jupp. Hat er? Ja. Kannst du mal Magie machen. Zu angreifen. Ja. Nice. Aber er ist nicht tot. Nee, du hast ja jetzt auch erst dein Schild gebrochen und jetzt machst du Schaden. Oh. Wie das Spiel mir gerade nicht gesagt hat, dass es weitergeht. Jetzt müsstest du wahrscheinlich nochmal links reinschmeißen. Was? Hä?
Was? Ja, der kann das. Hat mir nichts gebracht. Nee, es macht nicht so viel Schaden, wenn du nicht... Ja, jetzt in dem nächsten Modus. Du kannst auch X drücken dann. Jetzt. Nice. Oh yeah. Jetzt. Oh, er hat wieder aufgeladen, oder was? So, ja, weil das waren die verschiedenen Phasen, ne? Ich gehe mal gerade mir noch ein Herzchen holen. Ich glaube, den müsst ihr jetzt noch kriegen. Also ja, der hier um die Ecke. Oh yeah. Ich bräuchte hier auch echt gar keine Lebensanzeige, ehrlich gesagt. Hä? Also, nee, ich brauche ja auch keine Energie. Für mich würde das Spiel genauso funktionieren, wenn ich einfach unverwundbar wäre und einfach durchlaufen könnte und alles. Also, das wäre so. Klar, dann ist der spielerische Aspekt irgendwie weg, aber ich bin da, was das angeht. Ich finde das, es ist einfach so, du kannst das wegspielen, du brauchst dir nichts merken. Ja, wobei das in der Story ja teilweise richtig schwer wurde. Also das Spiel hat ja seine Stellen, wo es wirklich... Wo du auf viel achten musst, oder? Ja, wo man auf so viel achten muss und dann musst du wieder zurück zum Keep und das nochmal nehmen und quer durch die Map latschen und so. Es hatte auch seine frustrierenden Stellen, für mich zumindest. Die Musik? Ja, immer schön mit der E-Gitarre. Immer? Okay, also das ist so lame, dass da einfach zweimal der gleiche ist. Naja. Oh! Jesus! Hätte ich ihn hier reinschmeißen müssen, weil ich nicht weiß, ob das was gebracht hat. Ich glaube nicht viel mehr. Jetzt muss er den aber... Oh! Was ist denn los? Ja, sie kommen hier raus. Jetzt. Warum? Weil ich erstmal hier voll viel Zeit in Deckung gehen wollte. Jetzt. Zu spät. Bin zu weit weg. Wow! Gut, du unterschätzt ein bisschen, wie viel Zeit du dafür hast. Ja. Er muss auch nur eine so irgendwie halb fressen. Ja. Oh yeah! Ich glaube, jetzt kommst du wieder nicht durchs Schild. Nichts, ne? Ich weiß noch nicht, warum das dann gar nichts bringt an dem Schild. Hm. What? Das war ein bisschen. Das war etwas ungünstig. So, jetzt aber. Oh yeah. Na komm schon. Ja. Eat all the bombs! Ey, das Schöne am Story-Modus finde ich tatsächlich, dass es so, also wirklich der Fanservice so auf die Spitze getrieben wird, dass du irgendwie alles hast. Das finde ich, macht das rund, also für mich zumindest. Ja. Ich würde das Spiel auch Zelda-Fans empfehlen. Ich habe es auch damals in meinem Test empfohlen, ja. Aber halt. Eingeschränkt mit dem Hinweis, das ist halt immer noch ein Warriors-Spiel. Und spielerisch wurde da nicht großartig was gemacht. Ne, das stimmt. Aber finde ich interessant, dass das auch bei den Warriors-Fans so gut angekommen ist. Also, wie ich das mitbekommen habe zumindest. Wenn du Warriors-Fan bist und Zelda-Fan, das hat ja auch im Giga-Gameplay gesagt. Second Coming of Jesus. Genau, das muss ja ein Traum sein. Ein wahr gewordener Traum. Zu Recht. Das finde ich schön, dass Nintendo dann diesen Traum erfüllt für eine doch sehr nischige das stimmt. Gruppe von Spielern. Man kann nicht behaupten, dass das hier den Massenmarkt erreicht hat. Aber dass es auch so schön lange unterstützt wird, finde ich. Weil ich das, glaube ich, gut verkauft habe. Ja, ja. Also ich glaube, die Erwartung hatten sie tatsächlich relativ schnell wieder drin. Also diese Millionen, die sie irgendwie weltweit absetzen wollen, sind sie wirklich schon drüber. Und das ist ja, sieht man ja auch daran, dass eben immer noch der DLC irgendwie kommt für das Ding. Also Tingle würde ich tatsächlich mal gerne sehen. Ja, komm schon. Und? Ja, wird aber nicht reichen, oder? Doch, reicht. Ja. Sehr gut! Victory! Aber natürlich nicht genug Viecher weggehauen, um hier irgendwas zu reißen. Hier irgendwas zu reißen? Naja, um eine gute Bewertung zu bekommen. Achso, ja. Nee, es hat auch, glaube ich, zu lange gedauert. Das kann auch damit zusammenhängen. Das klingt halt immer so, ja, gut gemacht. Ja, na, es klingt so, als hättest du zwar schon das Ziel erreicht, aber der Preis, um das Ziel zu erreichen, ist echt so ungewiss. Kolossus gestorben.